Artikelnummer SCP-417. Objektklasse Euklid. Möglicherweise Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Da sich SCP-417 nicht auf sichere Weise transportieren lässt, verbleibt das Objekt in Das umliegende Gebiet, etwa 2,58 Quadratkilometer, wird regelmäßig von Wachpersonal patrouilliert und von einem mit Stacheldraht versehenen Maschendrahtzaun begrenzt. Der Zivilbevölkerung wurde erzählt, dass ein kleines Dorf, in dem eine hochansteckende Seuche wüte, bis auf weiteres unter Quarantäne gestellt werden würde. Alle Eindringlinge in das umzäunte Gebiet sind sofort zu erschießen. Es ist nur D-Klasse-Personal erlaubt, direkt mit SCP-417 zu arbeiten. Da Wildtiere scheinbar instinktiv SCP-417 meiden, müssen keine Maßnahmen gegen im umzäunten Gebiet gesichtete Tiere unternommen werden. Alle von SCP-417-1 gebissenen Opfer darf auf Antrag sofort Sterbehilfe gewährt werden. Ihre Körper müssen anschließend in einem versiegelten Behälter gelegt und verbrannt werden. Diejenigen, die keinen Antrag gestellt haben, werden gleichermaßen terminiert, mit Ausnahme von Testsubjekten. Beschreibung: SCP-417 ähnelt einem afrikanischen Affenbrotbaum mit durchschnittlicher Größe. Das Fehlen von jeglichem Blattwerk verleiht ihm ein totes Erscheinungsbild. Die Rinde wirkt trist und falsch gefärbt. Trotz fehlender Blätter trägt SCP-417 bei jedem Sonnenuntergang Früchte. Im Laufe des Tages bilden sich kleine Knospen und die Frucht wächst, bevor sie zu granatapfelgroßen, hartschaligen Früchten heranreift. Diese Früchte haben eine dunkelviolett-schwarze Schale und eine meist glatte Oberfläche, welche mit Überreife rau wird. Die harte Schale kann von Hand oder mit Werkzeugen geöffnet bzw. entfernt werden. Bei der Entfernung der Schale zeigt sich keine Frucht oder Fruchtfleisch, sondern ein Hohlraum mit darin enthaltenen Insekten, welche zusammen als SCP-417-1 bezeichnet werden. Das Aussehen und die Art von SCP-417-1 ändert sich von Frucht zu Frucht, ebenso wie die Größe des entstehenden Schwarms. Siehe Anhang Nummer 417-B. SCP-417-1 greift gemeinsam mit überraschend schmerzhaften Bissen alles an, was sich bewegt. Innerhalb der ersten Minute schwellen die Bisse des Schwarms zu schmerzhaften roten Beulen mit kleinen Einstichwunden an. Es ist kein Mittel bekannt, welches die durch die Bisse verursachten Schmerzen lindern kann. In 5% der bekannten Fälle haben Bisse keine dauerhaften Wirkungen und die Schwellungen und Schmerzen nehmen nach wenigen Tagen ab. In 45% der Fälle treten bei den Gebissenen Krämpfe auf und diese erleiden innerhalb weniger Stunden einen tödlichen Herzinfarkt. In diesen Fällen verrotten die Körper und lösen sich mit einer beschleunigten Geschwindigkeit auf. Im Bereich, das vom Körper bedeckt wurde, wächst nach wenigen Tagen ein weiterer Baum. Bei den restlichen 50% beklagen sich nach einer ungenauen Zeitspanne von 2 bis 24 Stunden die Betroffenen über starke Schmerzen und Muskelschwund, wobei ihr Fleisch durch Daten gelöscht ausgestoßen wird, was in etwa der geschätzten Masse von SCP-417-1 entspricht. Während ihres Wachstums sind die sogenannten Seuchenbäume durch normales Baumfällen, Verbrennen oder den Einsatz konventioneller Herbizide zerstörbar. SCP-417 kann nicht bewegt werden, da alle Versuche, den ursprünglichen Baum zu fällen oder zu verschieben, zu einer starken Bewegung der Äste führt, wodurch alle Exemplare der Frucht zu Boden fallen und riesige Schwärme von SCP-417-1 freigegeben werden. Glücklicherweise scheint SCP-417-1 nicht länger als 1 bis 2 Stunden zu überleben und stirbt ohne weitere Vorfälle ab. Wenn die Frucht von SCP-417 nicht gepflückt oder von den Ästen abgeschüttelt wird, verrottet sie einfach auf den Ästen und fällt zu Boden, ohne negative Auswirkungen. Anhang Nummer 417-A. Obwohl SCP-417 derzeit als Euklid eingestuft wird, hat sein Potenzial, sich auszubreiten, eine Debatte über eine mögliche Keter-Klassifikation ausgelöst. Anhang Nummer 417-B. Nennenswerte 417-1 Exemplare. Mehrere Dutzend Kreaturen, die an schwarze Witwenspinnen erinnern, allerdings nur über 4 grillenähnliche Beine verfügen, die es ihnen erlauben, erstaunlich weite und schnelle Sprünge zu vollführen. 20 überraschend schnell fliegende Wespen mit roten und orangefarbenen Streifen und Flügeln, die denen eines Schmetterlings ähneln. Ein einziger schwarzer Tausendfüßler, 5 Meter lang, der sich zu einer Kugel im Inneren der Frucht zusammengerollt hatte. Tausende von winzigen, fruchtfliegenartigen Kreaturen, die ein hochfrequentes Summen ausstießen.